bisschen, what is up, my people? Ich habe hier auch gestartet, weil Jennifer ist hinter uns her. Wir wissen jetzt, wir haben es uns nochmal durchgelesen. Hier für euch auch nochmal. Warte. So, und zwar hier. Das müsste, ich werde es jetzt nicht nochmal vorlesen, wir haben es gerade gelesen, aber ich mache jetzt mal langsam, ihr könnt mal stoppen. Hier ist die Beschreibung, wie es jetzt dazu kam. In Wirklichkeit werden wir nicht von General oder Prinz Nacktarsch verfolgt. Nein, es ist der Jennifer Richardine Felton, die in der Kurzfassung von ihrem Vater gezwungen wurde, hier steht es auch irgendwo, zwang ihr Vater, sie wie einen Mann zu nehmen und nannte sie Richard. Also ihr Vater hat diese Zwangsstörung ausgelebt, nachdem wir die gleiche blonde Puppe gezeigt haben. Nee, wir wurden von der Puppe angegriffen. Also auf jeden Fall, das ist Jennifer. Das ist auch Jennifer. Wie sie das mit der Stimme gemacht haben, weiß ich nicht, aber hier könnt ihr alles nachlesen. Nachdem die Tochter getötet wurde, ging die Scheiße halt mit ihm durch und er dachte, er hätte jetzt den Rest von Jennifer ausgelöscht. Really? Kannst du vielleicht runterher schleichen? Nee, da. Und wir werden die ganze Zeit von Bitchface gejagt. Und ich finde einfach diesen scheiß Knauf nicht. Den wir noch abdrehen müssen. Ah, ja. Sie ist genau hinter uns, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen jetzt sowieso an ihr vorbei, also. Lass mich durch. Felton was right about... Der denkt wirklich, er ist jemand anders. Die Nonne. Nein, nein. Das war Jennifer. In der Theorie dürfte sie ja kein Mann sein. Also im Prinzip eigentlich auch nicht die exakt gleiche Stärke haben. Aber sie hat ihr ganzes Leben als Mann gelebt. Also im Prinzip wird sie auch nicht die Frau sein. Wahrscheinlich hätten wir das in den Gängen finden müssen. Nee, dann würde das Spiel jetzt nicht weitergehen. Oh. Da ist jemand aber leicht am Durchdrehen. Und hackt gerade die Wand ein. The fuck? Ich glaube, wir waren zu langsam, möchte ich behaupten. Ja. Scheiße, okay, das heißt, wir haben nur eine ganz kurze Zeit, bis... Ah! Oh, die ist immer gleich so hysterisch. Wusstest du, dass Hysterie mit Sex geheilt werden kann? Nein. Na komm jetzt hier. Wirklich nicht? Hysterie Nein. War eine diagnostizierte Krankheit. Und um das zu beheben, erfand man den Vibrator. Also ursprünglich durfte das nur von Ärzten ausgeführt werden. Und zwar war es damals so, die Ärzte mussten noch Hand anlegen und es gab dann spezielle Hysterie-Doktoren. Die mussten den ganzen Tag nichts anderes machen als unterhalb der Decke, sagen wir mal, der Frau ein wenig Befriedigung bringen. Finden wir Gegenstände nur, wenn das Licht an ist? Nee, eigentlich nicht. Machst du vielleicht mal ein bisschen schneller? Okay. Werden wir schon wieder erschossen, oder was? Immerhin wird jetzt gerade gespeichert. Jetzt können wir uns im Schrank verstecken. Was? Moment. Schalte den Dampf aus, finde einen Weg aus dem Keller. Da, finde einen Weg aus dem Keller, vermeide es, Jennifer Felton zu treffen. Also sind wir jetzt raus, oder was? Jetzt müssen wir zum Dachboden. Ja, aber warte mal. Das Letzte, was ich jetzt gerade gebrauchen kann, ist erst Jennifer hinter uns und die Nonne vor uns. Den Dachboden. Was mich ja mal interessieren würde, ist, was die Nonne damit zu tun hat. Ich persönlich hoffe, dass wir das noch herausfinden. Ich finde die Geschichte ehrlich gesagt gerade übelst spannend. Und ich würde eigentlich, statt jetzt auf den Dachboden zu gehen... Oh, ich dachte, die sind hinter uns. Ich würde jetzt eigentlich lieber hier rechts rumschleichen, sofort mal zum Speicherpunkt. Mach das doch.
Ja, aber ich kann gerade nicht hoch. Licht ist aus. Du weißt, was das heißt. Jetzt ist es an. Es flackert aber. Das heißt, die Blood Queen ist da. Die Red Queen, was auch immer. Okay, langsam haben wir die Mechaniken dieses Spiels ja. Oh shit. Was denn jetzt? Kommt's jetzt oder nicht? Ich glaube, die war die ganze Zeit im Treppenhaus, oder? Sie geht gerade hoch. Oder runter. Weil das Licht ist unser Indikator. Ich weiß, dass sie da ist. Der Aufzug funktioniert. Wie kommt das denn? Ich habe keine Ahnung. Und ich habe das ganz blöde Gefühl, dass wir ihn auch benutzen müssen. Ich weiß zu 100%, dass sie unter uns ist. Das heißt, in der Theorie dürfte sie uns nicht entgegenkommen. Ansonsten ist das jetzt sehr, sehr seltsam. Wollte nur mal wissen, was passiert. Weil die Treppe da oben kommen wir nicht mehr hoch. Wie, die kommen wir nicht mehr hoch? Da hinten. Ist zu. So, wie kommen wir denn noch auf den Dachboden? Geh doch erstmal speichern. Das habe ich auf jeden Fall vor. In der Theorie müssten wir auch hinten bei Celestes Raum speichern können. Wenn dem so ist, könnten wir vielleicht den Spiegel da hinten noch brechen. Weil, hat sie nicht auf uns geschossen mit Nägeln? Guck mal, sie ist so weit im Moment weg, dass sogar die Musik ausgegangen ist. Ja, voll gut. Holy shit! Aber jetzt muss ich irgendwas noch machen. Wenn ich jetzt die Folge ausmache, wäre doch dumm. Wir sind nur hochgeschlichen. Ja, wir können es eh nicht heilen. Ja, liebe Freunde, was soll ich noch machen? Wir gucken mal, was der Aufzug macht. Ansonsten, wie kommen wir denn auf den Dachboden? Ich habe da jetzt auch keinen zweiten Weg gesehen, der mir gerade in den Kopf kommt. Tja, dann heißt es wohl wieder Rätsel raten. Und zumindest sind wir aber schon wieder im Haus, was jetzt nicht zwangsläufig gut ist. Aber dieser Weinkeller und Jennifer, die waren ja wohl stressig, übelst scheiße. Also das Licht ist noch an. Wenn unsere Theorien immer noch stimmt, ist das ein guter Indikator? Sollte unsere Theorie falsch sein, hoffe ich, dass ich zumindest hier hinter der Säule noch sein kann, bevor RCS auftaucht. Ist das vielleicht auch Jennifer? Nee. Naja. Wie soll die denn vom Weinkeller sich umziehen und... Wer sagt, dass sie noch im Weinkeller war? Ich meine, das ist ein Spiel. Ich habe das Scheißgefühl, dass ich jetzt aber die erste Etage komme. Das könnte ganz, ganz gefährlich für mich sein. Oh. Das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Bin mir nur nicht sicher, ob mir die Klappe da oben gefällt. Gut, das ist jetzt sehr ärgerlich. Die Klappe über dir. Die Nonne hinter uns. Hä? Hello? Anybody here? Gloria? I'm here. I'm here. Please help me. What on earth is going on? Be careful. They're armed. Who are you talking about?
I'm calling the police. Yes, do it now. Hey, wait. Are you still here? I am. Stay calm. Please, don't leave me. Listen to me. Go to the infirmary on the first floor. I'm the only one who holds the key. We'll wait for the police to gather there. Okay. 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 Krankenstation im ersten Stock. Okay. Wir müssen aber jetzt hier raus und dann machen. Wir machen die Folge jetzt aus, eigentlich. Nicht? Aber. Klar, jetzt geht's automatisch weiter. Naja, ich wollte sagen, wir machen die Folge jetzt hier aus, aber ich möchte wenigstens jetzt mal wieder zu einem scheiß Speicherpunkt kommen. Können wir nicht einfach nochmal hochfahren? Was hat uns denn dieser ganze Aufzug jetzt gebracht? Nix. Und wo waren wir gerade, dass Gloria uns gehört hat? Ja, vielleicht ist da irgendwie sowas wie ein Panikknopf. Was ich mich. Ich glaube, wir laufen hier genau in die Arme. Was ich mich halt frage, ist, wo denn da bitte schon eine Krankenstation sein soll? Guck mal, sie kommt genau auf uns zu, wetten? Ja. Ich glaube, wir sind zu spät. Lass mich in Ruhe. Jetzt ist die Nonne wieder Jennifer? War Jennifer auch Gloria? Ist die Nonne Gloria? Ist Jennifer Gloria? Ist Gloria die Nonne? Ach, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Alter. Voll gut. Wir müssen jetzt ausmachen. Ich will speichern. Das heißt, ich verstecke mich jetzt im Nuttenschrank. Und dann machen wir Schluss. Ba-bam. Alright, alright, alright. Ihr wisst, was das heißt. Wir werden gejagt. Ja, das ist eine Frau mit Bindungsproblem. Oh. You shall not... See me, please. Ja, noch so eine Schlampe, die singt. Die geht auch nicht raus, hör mal. Jetzt geht sie raus. Aber es bringt mir gerade noch nichts, weil sie ist mitten im Flur. Ich muss sie hier hören. Jetzt ist sie rechts. Okay. Also fassen wir zusammen. Celeste ist tot, wissen wir jetzt. Also Celeste ist tot. Gloria ist, ich weiß es nicht. Gloria ist Jennifer, Jennifer ist die Nonne, Nonne ist Gloria. Nee, das kann ja nicht sein. Wenn Felton Gloria ist und Gloria und Felton haben wir schon gleichzeitig gesehen. Jetzt geht's hier schon los. Ja, du hast recht. Jennifer und Gloria können nicht dieselben sein. Aber die Nonne und Gloria können dieselben sein. Ja. Das würde aber keinen Sinn ergeben, weil die Nonne auf einem Bild, glaube ich, mit drauf war. Und das machen wir ganz kurz hier. Stopp. So, jetzt noch kurz Abschlusstheorien. Die Nonne war auf einem Bild mit drauf. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Nonne Gloria sein kann, weil Gloria, wenn sie nicht aus Versehen schlecht designt wurde, sah sehr jung aus. Ja, das stimmt. Sollte dieser Satz gerade ernst gemeint sein, ich rufe die Polizei, wovon ich nicht ausgehe, denn ich glaube, sie hängt mit der ganzen Scheiße übelst zusammen. Dann haben wir drei Antagonisten. Wir haben Richie Jen. Also Murder Dolly und Naked Guy in einer Person? Oh, hätte ich das mal früher gewusst, hätte ich doch auf den Hintern gucken können und mich nicht aufregen. Verdammt! Naja. Dann haben wir die Red Queen. Sorry. Ja. Und wir haben theoretisch noch Gloria. Wir wissen aber nicht, ob Gloria eine Antagonistin ist, aber das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Hell, das Spiel nimmt richtig doch gut zu. Hölle. I feel like Torment. Na, ist ja auch egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr konntet mit der Folge was anfangen. Und ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr eingeschissen. Und wenn doch, macht mal ein Foto und ladet zurück. Das ist dann bestimmt lustig. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst mir doch ein Like da. Lasst mir einen Kommentar da. Ich beantworte die Dinger so gerne, außer sie sind so total scheiße. Und ansonsten, ihr könnt mich in meinen sozialen Netzwerken finden. Link dazu in der Videobeschreibung. Oder joint meinem Discord. Tritt der Community bei. Werdet zum Wolf.
denn über die Hälfte meiner Zuschauer ist noch kein Abonnent. Ändert das, werdet zum Abonnent, teilt die Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, Valadoeris, euer Wolf.